Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu The Evil Within 2 hier auf Trans17 TV, euer T, wie immer für euch am Mike. Ein großer Dank geht raus an alle, die das Projekt hier so schön unterstützen. So, wir müssen sehen, dass wir hier wieder rauskommen. Bitte auch weiterhin das Ganze hier mit einem Daumen unterstützen. Aus diesem doofen Rathaus. Das ist gar nicht so einfach, weil das sieht hier irgendwie alles gleich aus. Aber irgendwo müsste hier jetzt eigentlich eine Tür sein. So mache ich das zu Hause auch immer. Schön die Tür eintreten. Ich glaube, wir sind im Foyer. Das ist sehr gut. Ich will mal eben schauen, ob hier irgendwas herrscht. Wir haben ja noch kein Save Point hier wieder. Wir haben zwar eine Speichermöglichkeit, aber nichts zum Aufrüsten oder etwaiges. Wir können aber nichts herstellen. Mal sehen, was uns jetzt hier wieder erwartet. Verdammt. Der Mistkerl hat Lilly immer noch. Und jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Wir haben den Kontakt mit dem Marker wiederhergestellt, Agent Kidman. Wurde auch Zeit. Stellen Sie ihn durch. Sebastian? Sebastian, bist du da? Kidman. Endlich. Alles in Ordnung? Dieser Psycho läuft hier immer noch frei rum. Der Emitter scheint ihn verlangsamt zu haben. Aber er ist entkommen. Und er hat Lilly. Sie hat bestimmt schreckliche Angst. Ich muss sie finden, bevor er ihr etwas Furchtbares antut. Ich bin so nah dran. Ich kann es spüren. Wir wollen sie genauso sehr finden wie du, Sebastian. Ja, natürlich. Euer wichtiges Experiment soll ja bloß nicht fehlschlagen. Es wäre eine Tragödie, all die Zeit und das Geld zu vergeuden. Ich habe für mich gesprochen, nicht für Mobius. Ich habe beim Testen viel Zeit mit Lilly verbracht. Sie ist ein gutes Kind. Ich will nicht, dass sie leidet. Ich weiß, wie schlecht es steht. Aber ich habe Vertrauen in dich. Konzentrier dich auf die Aufgabe, dann können wir sie retten. Gemeinsam. Ja. Okay, du hast recht. Danke für die Motivation, Kidman. Das ist für Schlipsträger da hinten. Jetzt müssen wir herausfinden, wohin er sie gebracht hat. Er sagte, sein Name wäre Stefano. Stefano. Verstanden. Ich schaue, was ich herausfinden kann und schicke es dir dann. Okay. Ich schaue mal bei O'Neill vorbei. Vielleicht kann er mir helfen, diesen Psycho zu finden. Guter Plan. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Und Sebastian? Ja? Viel Glück. Danke. Wohin hat er sie gebracht? Ich habe es wohl gerade rausgefunden. Er versteckt sich nicht besonders gut. Fast so, als ob er mich verspotten würde. Tja, wenn er einen Kampf will, dann kriegt er ihn. Ich muss nur einen Weg dorthin finden. O'Neill, ich bin's. Der Stabilisierungsemitter ist also wieder in Betrieb? Sagen Sie, dass Sie den Kern gefunden haben und zurückkommen. Nein, dieser Irre hat sie immer noch. Aber ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Ja, ich sehe es auch. Ich empfange wieder das Signal, aber jetzt kommt es aus dem Theater im anderen Teil der Stadt. Okay. Wieder durchs Mark, schätze ich. Och nö! Ich brauche vielleicht Hilfe. Bin dabei.
Der Emitter scheint dort einige Durchgänge stabilisiert zu haben. Ausgang D5 dürfte am nächsten beim Theater liegen. Ich bin nicht sicher, was Ihnen dort begegnen wird. Passen Sie auf. Mittlerweile überrascht mich gar nichts mehr. Oh nee, nicht wieder durch Mark. Oh nö. Durchquere das und suche nach Ausgang D5. Och nö. Das heißt, ich muss zurück, ne? Ich wüsste jetzt auch keinen anderen Eingang vom Mark. Von dem Mark. Unterschlupf und Speicherpunkt. Da gehen wir jetzt schon mal hin. Da können wir wenigstens mal aufrüsten hier. Hier das Ding. Das richtig hier? Hier kann man auf jeden Fall mal im Tass Kaffee trinken. Schöne, frische, aufgebrühte Tass Kaffee. Den nehmen wir auch mit. Den werden wir jetzt erstmal ein bisschen aufpimpen. Mizi, du bist doch keine Straßenkater. So, herstellen kann ich nichts. Warum nicht? ...25 Teile, da kann man ja auch nichts mitreißen. Aber wir können... Wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel und wir haben Gel. Sie sehen aber gar nicht gut aus. Ich helfe Ihnen. So, Leichenschränke. Welchen nehmen wir denn? Welche? Wir haben mal ein richtig geiles Fach hier. Nehmen wir das hier mal. Voll. Super. Hat ja sehr viel Sinn gemacht. Haben wir noch einen? Ich glaube, wir haben doch noch einen, oder? Wir haben doch noch einen hier. Komm, nehmen wir den mal. Waffenteile. Das ist schon mal gut. So, Gesundheit. Was können wir hier dann noch machen? Gesundheit. Vitalität. Wenn ein Angriff dir so viel Schaden zufügt, dass du sterben würdest, beißt du die Zähne zusammen und bleibst stattdessen mit einer geringen Menge Gesundheit am Leben. Und das ist erhöht die Gesundheit bei Heilung kurz vor dem Tod. Beide gut, ne? Wir haben zweimal rotes Gel. Heilung. Schnelle Erholung.
Ach so, das brauchen wir dann erst, wenn List und Kampf. Na, das rote Gel haben wir auf jeden Fall genug, dass wir da weiterkommen. Ja, Mizi ist ja nun gut. Komm, ich streichel dich nochmal eben. Komm, Mizi. Du süße, süße Maus, du, Mizi. Ich wollte sie streicheln und mich nie hinsetzen. Ja. Moment, kann ich sie streicheln? Mizi kann ich gar nicht streicheln. Schade. Na gut. So, bei ihm speichern. Die Jagd ist eröffnet. So, wir sollen mal sehen. Hier kommen wir ins Mark. Oh, ich hasse das Mark. Da sind immer so viele Monster und Münster. Das ist immer so eklig und stinkig und dunkel. So, B2 sind wir. Und wir suchen D5. Oh. Tasche für Pistolenmunition. Das muss der Durchgang sein, den O'Neill erwähnt hat. Okay, mit dem Ding kommen wir nicht weit. Wir brauchen auf jeden Fall unsere gute Wumme. Papa. Lily? Ich werde hier noch verrückt. Ich auch, mein Lieber, ich auch. Oh, jetzt haben wir den hier wieder. Das ging doch gut diesmal, ne? Waffenteile immer gut. Grünes Gel, 1100. Und ein Metallrohr haben wir auch. Okay. Wo geht das hier zu B? Da sind auf jeden Fall Viecher. Da sehe ich aber was, was wir mitnehmen können. Waffenteile. Brauchen wir unbedingt. Och nö! Och nö! Och nö! Da habe ich auch keinen mehr, doch. Okay, vielleicht sehen die uns nicht. Hm.
Nice. Was? Das war ein Treffer. Das war ein Treffer, definitiv. Na gut, dann ebenso. Okay. Ach, das kann ich dann umtreten und dann fließt da wahrscheinlich Öl raus. Oh, nicht so weit nach unten. Komm. Oh, nee. Immer schön dunkel und... Oh Mann. Ist das der... Ist ein Unterschlupf? Wo müssen wir denn überhaupt hin hier? Hier unten habe ich, glaube ich, keinen. Nein. Nee. Keine Karte. Ich wüsste aber auch nicht, wie man hier, wo man jetzt hätte sonst anders lang gehen können. Wow. Was zum Teufel ist das? Das sind auf jeden Fall Viecher. Ach, ich habe nur noch den einen Bolzen-Typ. Ach, das ist gar kein Viech. Was ist das für ein ekliges Zeug? Wenn es am ekligsten ist, sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Man bleibt da auch noch drin stecken in dem ekelhaften Zeug. Was ist das denn? Organisation hat Lily entführt und ihren Tod inszeniert. Merkst du nicht, wie verrückt sich das anhört? Aber es stimmt. Warum kannst du das nicht verstehen? Ich weiß, es ist schwer, Myra, aber sie ist fort. Unser kleines Mädchen ist fort. Ich habe einen Beweis. Myra, du bist besessen. Ruh dich aus. Wenn du darüber hinweg bist, wirst du akzeptieren? Nein, das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. So, meine Lieben, an dieser Stelle machen wir unseren nächsten Boxenstopp. Hier geht es natürlich super verstörend und spannend weiter. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ihr Lieben. Ciao, ciao.